So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Encased. Wir haben uns hier durch die Hyänen durchgekämpft mit dem Cheerful. Oh, was ist das? Alte Kiste. Mit dem Cheerful Jack. Der ist mittlerweile. Der ist mittlerweile nach Magellan gegangen, als irgendwie Fernsehmoderator oder irgendwie was. Genau, und den können wir dann auch noch mal besuchen gehen, aber wir müssen uns jetzt erstmal hier ausruhen, weil wir stark erschöpft sind. Mal bis Abend. Ist weg, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Kommen wir? Ne, wir kommen nur über die Leiter hier hoch. Mal schauen, ob hier noch irgendwas versteckt ist oder so. Die Star ah, da zum Beispiel. Bei der Brechstange kriegen wir das auf. Oh, Schleuder. Level 4. Okay, das ist eine schwere Waffe. Eher uninteressant für uns. Hier die Fox, was hat die? Die hat Nahkampfwaffen, ne? Und Psionik. Nahkampfwaffen und Psionik hat die. Und wir haben Hightech-Waffen und Psionik. Also eher nix. Eher nix für uns. Aber können wir wie immer verkaufen. So. Und jetzt die ganzen Steine wegräumen. Das wird eine Weile dauern, weil das eine Abklingzeit hat. Ach, da fehlt uns. Gewalt, das geht mit Stärke hoch. Das heißt, wir könnten einfach ein Bier trinken. Hier, ich glaube, das hier beschwipst. Ah. Das macht auch. Machen die das Gleiche, das macht beschwipst, das auch. Durst minus 100, Hunger minus 50. Okay, ist eigentlich egal, welches wir. Oh, aber die wiegen jeweils ein halbes Kilo immer. So, jetzt müssen wir aber stark genug sein. Yes. Ah, Kristallhaufen und polymetallisches Erz. Und das ist beides sehr gut, weil das brauchen wir, um Waffen aufzuwerten. Abklingzeit. Abklingzeit, Abklingzeit. Aber ich verstehe nicht. Also klar, dass die Sachen irgendwie im Kampf Abklingzeit haben, ist klar. Aber wenn nur hier so Steine rumliegen, weil ich meine, wir kriegen eh 100 Erschöpfung oder 75 Erschöpfung, irgendwie sowas, dann könnten sie die Abklingzeit auch weglassen.
Meiner Meinung nach, weil wenn dann hier so am Rand 5 Steine liegen. Nö. Ach, hier war das, wo wir nicht einfach so durchkommen. Ja, da würde ich zwar gern hin, aber... Also wenn ich nur durch die hier durch muss, ne, dann ist easy, aber ich glaube, hier komme ich nicht dran vorbei. Und dann muss ich ja noch zurück. Muss ich ja dann auch noch einmal durch. Ich könnte höchstens probieren. Hier hoch, ne? Hier hoch, einmal durch. Das würde wahrscheinlich gehen, ohne zu sterben. Vielleicht machen wir das. So, aber wir waren hier. Oder waren wir hier schon fertig? Hier beim Auto geht nichts mehr, ne? Also hier drüben waren wir. Kann man noch hier rein in den ins Mobilding hier? Nee. Mobilding hier. Ins Wohnmobil? Nee. Okay, hier waren wir auch schon. Ja, dann sind wir tatsächlich schon fertig. Gibt es irgendwas gegen Brandschutz oder so, was ich vorher verwenden kann? Ich glaube nicht. Nein, du sollst... Du sollst nicht mitgehen, weil du sonst in die Anomalie reinläufst. Okay, einmal durch. Geh schnell. So, jetzt brenne ich für 3 Runden. Quantenteleporter. Haben wir die Fähigkeit Teleport mittlerweile? Nope. Nope. So, einmal musst noch durch. Warum haben wir jetzt diesmal keinen Schaden? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, hier war sonst nichts, ne? Nee, aber hier müssen wir nicht durch. Kommen wir auch von der anderen. Ah, den haben wir schon eingesammelt. Gut. Gut, gut, gut. So, die Fox, die muss ich jetzt auch dadurch manövrieren. Da ist unsere Servopanzerung. Nicht vergessen. Ich hoffe, wir kriegen endlich mal eine, die nicht komplett beschädigt ist. Kristallhaufen.
Alrighty. Den haben wir schon durchsucht. Den auch. Das heißt, hier nur noch den. Komm, dann laufen wir im Kreis um den Stein rum. Wenn wir eh Abklingzeit haben, können wir was Sinnvolles machen in der Zwischenzeit. Ich habe nur noch ein Brecheisen. Mike, Freddy Verhulst, der Zweite. Ach, Abklingzeit. Und da an der einen Stelle war noch so ein großer Stein. Aber den kriegen wir irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, ob man den kaputt machen kann. So, hier fehlt uns jetzt ein Brecheisen. Aber das ist okay, dieser eine Stein ist jetzt nicht so wichtig. So, wir haben die Quest erledigt. Hier waren wir überall, ne? Dann können wir, glaube ich, zurückgehen. Und dann müssen wir nochmal nach Nashville und hierhin. Und eigentlich auch hierhin. Dann ist das vielleicht die nächste Runde. So, zack, zack, zack und wieder zurück. Ja, ich glaube, das ist die nächste Runde. Okay, wieder ein Ereignis. Auf deinem Weg durch die Wüste bemerkst du eine Bewegung nicht allzu weit von dir. Von hier aus ist es schwierig zu erkennen, worum es sich handelt. Nur Staubwolken. Wir schauen durchs Fernglas. Eintönige rote Wüstenlandschaft. Ein kleines Rudel Hyänen schnüffelt auf der felsigen Ebene herum, wirbelt kleine Staubwolken auf. Sie scheint Mäuse zu jagen. Und du weißt, dass Hyänen trotz ihres Appetits auf Mäuse größere Beute nicht verschmähen würden. Unbemerkt vorbeizugehen. Okay. Wir sind unerkannt vorbeigezogen. So, lasst mich jetzt noch mal ganz kurz rekapitulieren. Beziehungsweise, welche Quests wir jetzt gemacht haben, weil wir die ja noch abgeben müssen. Also das eine war der Cheerful Jack, der ist in Magellan. Dann das mit dem Roboter haben wir gemacht. Hier Lichtkamera Jack, das war Cheerful Jack. Ich habe Yoko geholfen. Aber wo ist Akira nochmal? Auf Magellans Laborebene. Okay. Also Magellan müssen wir nochmal hin. Und die dritte Quest, ach so, das war der Bunker. Nee, der Konvoi. Nee, da sind wir nochmal zurück. Und den haben wir für Kingsley irgendwie untersucht. Okay. So, jetzt erstmal schauen, ob wir unser ganze nutzlose Zeug irgendwie loswerden. Zum Beispiel hier. Ach, aber der nimmt wieder keine Waffen an, oder was? Ah, doch, du nimmst Waffen.
Very nice. Very nice. Was gibt's noch? Ach, der ist ausgerüstet. Nee, dann nicht das. Das. Ausweichen plus 7. Aktionspunkte, Kapazität. Na. Die kommt noch weg. Das kann weg. So, jetzt sind wir doch schon mal einiges losgeworden. Plus nur kleine Medipacks. Was ist Ref plus Strahlung minus 1000? Okay. Pass auf. Hier den Kanister, der wiegt 5 Kilo. So, das kannst du haben, das kannst du haben. Das kannst du haben. Und das kannst du haben. Dann, what else? Hyänenfleisch. Werden wir auch noch los. Brennstoff für Flammenwerfer. Ja, Flammenwerfer ist wahrscheinlich auch eine schwere Waffe. Intensive Erschöpfung schon wieder. Okay, wir müssen uns mal wieder ausruhen. Dann sind wir auch nicht mehr so überlastet. Genau, und dann nach Magellan. Wegen den Missionen. Pass auf, gib mir die mal wieder. Das können wir auch verkaufen. Das auch. Das auch. Stolperdraht. Das können wir jetzt mittlerweile benutzen. Das noch nicht. Den Rucksack, den können wir auch noch verkaufen. Aber ich will nicht, dass unsere Kiste so zugemüllt ist. Auch wenn da jetzt schon
alles Mögliche drin ist. Was wollte ich hier von nicht? Der Flammenwerfer wäre zwar cool, aber wie gesagt, der passt nicht zu unserem Spielstil. Ich glaube, das war's, was ich loswerden wollte. Ah ne, hier die noch. Jetzt. Jetzt können wir schlafen. Wir müssen ganz schön viel schlafen in letzter Zeit. Aber das Reisen. Der war noch hier irgendwo. Da. Das Reisen macht halt viel Erschöpfung und alles andere eigentlich auch. Also wenn ich mich heilen will. Kostet das Erschöpfung. Gewalt braucht, also was kaputt schlagen, macht Erschöpfung hoch. Und Schlösser knacken macht auch Erschöpfung, also egal ob ich die aufbrech oder knack. Es bringt immer Erschöpfung, auch wenn das Knacken ein bisschen weniger. Wo geht das nochmal hin? Ich glaube einfach nur nach da vorne, oder? Oder... Wo geht's hier hin? Oh, das hatte ich, glaube ich, schon mal entdeckt. Aber ganz vergessen. Oh. Das hatte ich vergessen, dass das hier ist. Ja, das schauen wir uns auch noch an. Das machen wir sogar... Ja, wir geben erst die Mission ab und dann machen wir das hier. Ich will die Mission erst abgeben, weil dafür gibt es ja immer was und vielleicht hilft es uns dann weiter. Genau, aber dafür müssen wir kurz nach Magellan reisen. Ach, und essen. Ich wollte noch hier ans Waschbecken gehen. Und dann noch schnell was essen. Und essen noch. Wir haben 300 Hunger. Und die können wir eigentlich auch verkaufen. Weil wir haben genug anderes Essen, was keine negativen Effekte macht. Deswegen verkaufe ich das auch noch. Why do you keep bothering me? Dude, ich verkaufe dir Sachen, sei mal froh. Wir haben über 10.000 Money. Ich weiß gar nicht, was wir damit alles machen sollen.
Derweil sind wir zu zweit und laufen hier mit 200 Kilo Rucksäcken rum. Kein Wunder, dass wir dauernd erschöpft sind. Essen. Ich glaube, das macht auch was Negatives, ne? So, jetzt haben wir noch ein paar Kilo weniger. Aber wir sind immer noch stark überlastet. Naja. Aber wenn ich durch die Kanalisation einen Weg in die Stadt finde, dann können wir sie da auch mit reinschmuggeln. Nein, nicht dahin, hierhin. Danke. Wir einmal Laborebene und dann noch Verwaltungsebene. Floor level minus four. So, wo war jetzt die? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Irgendein asiatischer Name. Japanischer Name war es. Und dem Roboter? Peggy York? Nein. Ach, da ist die Yoko. Ah, und hier ist Akira, genau. Ach so, da muss man hier rein. Ein seltsames Paar, ein Androidenmädchen mit einem riesigen Gewehr und ein ergrauter, langhaariger Wissenschaftler, halten sich in einer innigen Umarmung. In einem Anflug von Gefühlen versucht Akira sogar Yoko hochzuheben, aber seine Beine zittern und der Wissenschaftler fällt stattdessen glücklich schluchzend auf die Knie. Merke laut an, dass sie ziemlich unheimlich aussieht. Sie ist so süß, dass dir schlecht wird. Oh, die mag ich alle nicht, aber ganz genau, es ist wundervoll, einen gleichgesinnten Menschen zu begegnen. Hier, nehmen Sie dieses kleine Geschenk. Oh, das brauchen wir. Vielleicht schenkt er es uns jetzt, aber Katzen, was? Katzenohren? Ein dünnes Metallband mit zwei plüschigen Katzenohren aus Kunstfell. Okay. Danke, ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Yoko, danke, dass Sie mir meine Tochter zurückgebracht haben. Ja, ich würde lieber nicht darüber diskutieren. Bin einfach nur froh, dass sie intakt ist. Okay. Aber das verkaufst du uns noch bitte. Wobei ich glaube, wir haben eh noch drei davon oder so. Aber whatever. Whatever. Er hat Bye uns bye. noch irgendeine Bauanleitung gegeben. Die müssen wir gleich mal lesen, bevor wir sie vergessen. Hier. Fixer Herstellungsanleitung. Lesen. Ich glaube, jetzt geht es. Ja.
Autorität minus 15 plus 1 Charisma. Ah, Charisma und Wahrnehmung. Warte mal. Ist Charisma und Wahrnehmung, sind es primäre Werte? Ja, sind es. Oha, dann ist es eigentlich schon stark, wenn es die Attribute hier hoch macht. Das ist eigentlich schon stark. Ach, das. Das ist ein Reliktplatz. Ich dachte, das wäre hierfür. Ja, ich würde das gerne für das hier eintauschen, aber wir sind eh schon so überlastet. Naja. Ah, warte mal, hier ist noch eine Wissenschaftswerkbank. Brauchen wir im Moment nicht, außer das hier vielleicht. So, mal 5. Ich weiß nicht, ob man daraus noch was anderes. Ah ja, Fixer Anleitung haben wir jetzt auch. Machen wir mal 2 Elektroschocker. Und das reicht dann auch eigentlich schon. So, du kannst uns noch irgendwas verkaufen. Einmal hier. Die haben wir schon gelesen, glaube ich. Ja, zeig mal. Kronospunkte. Bad Force. Medikit, nee. Energon, Medikit, Agelone, Arad. Was ist chemische Substanz? Ich weiß nicht, was chemische Substanz ist. Goodbye. Schwerkraft. Ich will jetzt mal schauen, was der mit chemische Substanz meint, wahrscheinlich. Was für 7 Punkte, das andere war doch viel günstiger. Ach, das ist einfach nur. Ist einfach nur eine Reagenzienbox. So, waren hier noch Werkbänke oder so? Das sieht man natürlich nicht. Josh Bixby, der hat noch neulich noch gelebt, oder? Nee. Nee. Okay.
Dann jetzt noch Cheerful Jack besuchen. Der war. Ach, das ist der kaputte. Der war auf der Verwaltungsebene. Da können wir auch schon mal Kingsley berichten, dass wir in dem einen Bunker waren. Verwaltung und Büros. Floor level minus 6, administrative sector. Also, Kingsley gibt selbstmörderische Befehle. Ich habe eine Einrichtung besucht. Nun gut, ich höre. Haben Sie noch etwas anderes zu errichten? Berichten? Noch Kaleidoskop-Bunker? Okay. Schätze Ihre Ehrlichkeit und ich hoffe so sehr, dass ich die Angehörigen der Verstorbenen kontaktieren kann. Sofern Sie sich unter der Kuppel aufhalten, bedenken Sie, dass Kaleidoskop eine geheime Einrichtung ist. Und ich muss Sie sicher nicht daran erinnern, dass alles, was Sie gesehen haben, der Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegt. Er fügt dies nach dem Abschluss deines Berichts hinzu. Jep. Nee. Gut, jetzt Cheerful Jack. Rick. Dudley. Dudley Grover. Heißt der aus Harry Potter nicht Dudley Grover? Oder wie hießen die aus Harry Potter? Nee, die heißen, glaube ich, ein bisschen anders. Der heißt Dudley. Fällt's nicht mehr ein. Fällt's nicht mehr ein. Dudley irgendwas. Dudley irgendwas. So, wo, aber wo ist jetzt? Wo ist jetzt Cheerful Jack? Der hat doch gesagt Verwaltungsebene. Monty James, Rudolf Milo. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Der hat doch gesagt, er wartet hier. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er gesagt ist, hat der ist hier. Oder vielleicht doch auf einer anderen Ebene. Auf welcher Ebene könnte er denn noch sein? Vielleicht Eingangshalle? Oder wo? Schauen wir eben noch in die Eingangshalle, vielleicht ist er da. Attention, attention. Floor level minus 1, Lobby.
Harry Rockwell, Indra, Courtney, Cheerful Jack, wo bist du hin? Also bei der Quest steht nur, dass dann hier die Hyänen aufgetaucht sind, aber danach hatten wir ja noch mit ihm gesprochen und er hat gesagt, er geht nach Magellan. Okay. Wir müssen eh noch mal zum Militär, weil da können wir Sachen craften und so. Ach, das ist ja an die Oberfläche. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Vielleicht ist er im Wohnbereich, keine Ahnung. Floor level minus 3. Garrison and isolation ward. Hello again. Oha, was ist das? Mathilda. Waffe Level 4. Aha, oder Torstein. Die macht schon gut Schaden, ne? Ich frage mich, warum die Pistole weniger Ladehemmung hat als meine Energiewaffe hier, aber... Aber okay. Magazingröße 6. Ja, also wie gesagt, wenn wir leichte Waffen gut wären, dann würde ich die kaufen, aber sind wir ja nicht, deswegen kann ich die getrost hier lassen. So, hier war erstmal eine Waffenwerkbank. Ich glaube, hier kann man diese Waffenreinigungssets machen. Kann man auch nicht. Irgendwo konnte man Waffenreinigungsset herstellen. Ja, ich weiß nicht mehr wo. Naja, irgendwo ging das. Außer ich hab's geträumt. Oh fuck. Wir haben unsere Servopanzerung. Kann ich die anlegen einfach? Oha. Kann ich, okay. Dann ist es egal, dass wir unsere... Fuck! Don't touch it. Oh mein Gott. Ich hab die Servopanzerung da drüben vergessen. Jetzt ein bisschen blöd. Und dass wir diesen den Cheerful Jack auch nicht finden, das ist auch irgendwie komisch, aber ich glaube, die Floor level minus 5. Die Servopanzerung, die hole ich dann offscreen oder so. Und dann ist sie in der nächsten Folge wieder da.
Happy Keith Boseman, nee. I'm glad. Wang Zhao. Ist hier kein Cheerful Jack? Du bist Duncan? Hier ist niemand. Also. Wie gesagt, ich war mir sicher, dass der Herr irgendwo ist, aber wir finden ihn gerade nicht. Na gut. Es ist komisch, dass hier in der Quest steht. Ihr hattet kaum Zeit. Tauchten einige Hyänen auf dem Filmset auf. Ach so, doch zum Glück konntet ihr sie gemeinsam abwehren. Langloa. Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden, mit Langloa, wenn wir den finden. Langloa. Floor level minus 6, administrative sector. Dudley Grover. Ach nee, die heißen aus Harry Potter, der heißt Dudley Dursley. Ach, da ist er doch. Da steht er ganz in der Ecke. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Jack gives you an inquiring look. So, you came for an autograph after all, huh? No? Well, Jack thinks about the answer. Well, all kinds of creative stuff, I guess. I thought up a new project. The documentary Jack's Barons. We could unravel the story with hyenas. I blow them up, make clothes of their hides, eat their meat. We could find some expressive house to the west that I could defend from fops. What do you say? You could play a fop in my film. Your appearance is very fitting. Schlage ihm vor, gemeinsam zu reisen. Jack hesitates, but it seems to be more for a show. All right. I could gather some material for my personal documentary project. Okay, we're a team now. Can I give this Foxy a stroke or does she... Oh, so einfach ging das? Nein, ne? Gut, der Cheerful Jack. Aber der kann auch Fallen benutzen, was sehr gut ist. Oh, und er hat auf einmal einen Hammer. Ich glaube, den hatte er noch nicht vorher, oder? Ich dachte... Mr. Harvey. Irgendwo konnte man die herstellen. Wenn ich nur wüsste, wo. Naja, gut, jetzt sind wir also zu dritt. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Dann können wir jetzt die in die Kanalisation von da von Junktown gehen, vielleicht finden wir dann einen Weg rein. Floor level minus one. Lobby. Nicht der. Sondern der hier. Kannst du Fahrzeuge steuern oder so? Nee. Ist nur 90 Technik.
Okay. 100 Fallen. 105 Nahkampf. Passt schon. Aber der hat sehr viele... der hat sehr viele Aktionspunkte, was sehr praktisch ist. Der hat irgendwie 10 oder 11 pro Runde. Und wir haben gerade mal 7. Oh, wir sind nicht mehr überlastet. Das ist ja genial. Pass auf, ihm geben wir jetzt einfach mal das hier. Oder wobei, jetzt können wir es sogar uns selber geben. Weil wir brauchen ja jetzt nicht mehr das hier. Tragekapazität plus 5. Minus 15 Autorität, ist aber glaube ich egal. Also meinetwegen kann er das hier noch nehmen. Ja, die Servopanzerung. Die werden wir wahrscheinlich dann Cheerful Jack geben. Weil der einzige, oder nicht der einzige, aber weil der nur Nahkampf kann. Eine kleine orangefarbene Schlange. Schrei sie an, schüttel sie ab. Ich nehme sie vorsichtig hoch und lege sie auf den Boden. Verschwindet friedfertig im Gras. Gut, dann machen wir an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, es kann sein, dass ich einfach offscreen schnell die Servopanzerung hole. Genau. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.